Also Conny ist mein Name, ich bin Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie mit der Weiterbildung für manuelle Medizin, Chiropraktik und Sportmedizin und habe eine Passion für die Ernährungsmedizin. Mit zu den häufigsten Erkrankungsbildern in der orthopädischen Praxis gehört ein einfaches Umknicken mit dem Fuß. Hierbei ist es wichtig, dass wir einfache Verletzungen, wie zum Beispiel eine Zerrung, von invasiveren Verletzungen wie einer Fraktur, also einem Knochenbruch, differenzieren. Am häufigsten ist jedoch eine isolierte Verletzung des Außenbandapparates im Sprunggelenk. Und dieser Außenbandapparat besteht aus drei verschiedenen Bandstrukturen. Das sogenannte LFTA-Band ist dabei das vorderste und das verletzungsanfälligste. Insbesondere bei Stop-and-Go-Sportarten, also Sportarten mit einem schnellen Richtungswechsel, haben wir eine besondere Verletzungsanfälligkeit dieses Bandapparates. Bei häufigen Verletzungstraumata kann es zu chronischen Instabilitäten kommen. Nach einem Umknicktrauma ist die sogenannte Pech-Regel zu empfehlen und anzuwenden. Pech ist ein Akronym in diesem Fall und steht für Pause, Ice, Compression und Hochlagern. Um mögliche Bandinsuffizienzen oder Bandverletzung zu stabilisieren, nutzen wir supinationshemmende Orthesen. Das sind Orthesen, die unser Sprunggelenk stabilisieren sollen. Insbesondere nach einem Umknicktrauma geht es um die Sekundärprävention. Also was können wir tun, damit so etwas nicht wieder passiert? Und dabei setzt die Therapie eigentlich schon während der Orthesenbehandlung an. Wir fangen an mit isometrischen Übungen. Wir ergänzen das Ganze um Physiotherapie, manuelle Therapie, aber auch vielleicht um abschwellende Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Lymphdrainage. Häufig werde ich gefragt, was kann ich als Patient selbst tun, um mein Gelenk zu stabilisieren? Und hierbei geben wir gerne Übungsformen mit, die Ihre Wahrnehmung schulen. Auf wackeligen Untergründen trainieren. Was mir besonders wichtig ist, bitte aktiv bleiben, fit bleiben und Spaß an der Bewegung haben.